Hallo und herzlich willkommen bei Tiefgraben Live zu unserer gewohnten Märchenstunde am Sonntag. Heute erzähle ich euch ein Märchen von Hänsel und Gretel, die einen sehr langen Weg hinter sich legen mussten. Es war einmal in einem Ort namens Tiefgraben, in dem eine Familie mit ihren Kindern Hänsel und Gretel lebten. Die beiden Kinder waren sehr lebendig. Doch eines Tages mussten sie für ihre Eltern etwas sehr Wichtiges erledigen. Die Berge, die sind mein Zuhause, dort ist es wirklich wunderschön. Mein Schatz, die Berge musst du sehen, es kann für uns nichts Schöneres geben. Der Himmel ist so klar und blau, es lacht für uns der Sonnenschein. Wir werden richtig fröhlich sein bei uns daheim. Ja, was geht bei dir mit meinem Kind? Ich geh halt die Futzen, das geht sich gar nicht. Entschuldigung, Grete. Ja. So machten sich die beiden auf dem weiten, sehr gefährlichen Weg nach Zellermoos zum Strobelwirt, um für die Eltern den Sparverein einzuzahlen. Doch etwas sehr Wichtiges mussten die beiden noch vor Antritt der Reise erledigen. In einem kleinen Waldstück, ganz in der Nähe des Elternhauses, hatte Gränzel Bier eingekühlt. Dieses nahmen die beiden als Proviant mit. Red, ist auch der Rucksack? Ah! Gut, danke. Ah, gut, das ist das Wichtigste. Nehmen wir wieder heimfalten, Grill. Hätten wir fast vergessen. Hoffentlich trinkt denn sonst keiner zusammen. Die grüßt da mit mir zum Tor. Ach, die scheinen die sicher, du Pfeifendicke. Nein, wir wird gut schaffen, weil ich möchte jetzt schon. Ich rede den Rest geholt, wenn wir heimkommen. Ja, passt. Auf dem Weg entdeckten die beiden etwas sehr Seltsames. Ach so, eine schöne Gummistiefel. Und Steine tut er. Den nehmen wir mit. So, und jetzt geh weiter. So erreichten Hänsel und Gretel den so gefährlichen Wald, den sie durchqueren mussten. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Hänsel zu dem Gretelein. Du und ich und ich und du. Schön ist es auf der Welt zu sein. Wenn die Sonne scheint für groß und klein, du kannst atmen, du kannst sehen. Dich an allen freuen und alles sehen. Schön ist es auf der Welt zu sein. Sag die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Ich
Bauderbauhaus, sollen wir mal fragen? Schon, Gretti. Du brauchst dich um, dass ich hinklopfen. Ja, hallo, ach du, Gretti. Wir müssen halt nicht so ein Strube wird. Kommt! Kommt herein! Sie sind dort schon eigentlich. Ich trau mich nicht. Ich trau mich auch nicht. Sie ist mir schon weit zu alt. Mami hat gesagt, wir dürfen nicht mit fremden Leuten reden. Ja, aber was soll denn? Wie sind wir denn da? Was soll denn sich alle Luder da? Und ich auch da drin. Ach, du schau mal schon. Schau mal. Das schien nach dem bitteren Ende für Hänsel und Gretel. Es gab nur noch eine Hoffnung für die beiden. Im Wald erzählte man sich, dass eine Handvoll tapferer Männer schon viele hilflose Kinder retteten. Doch bis heute hat diese Wesen noch niemand zu Gesicht bekommen. Was ist denn das? Ein Bier! Zwerge, die sind klein und zart. Zwerge tragen einen Bart. Zwerge sind so dumm wie Stroh. Zwerge gehen zu siebt aufs Klo. Zwerge sind so gar nicht. Mensch, das sind noch eins. Zwerge machen nicht. Zwerge. Das Du bist eher hinten. Ja, schau mal hinten rein. Da sind zwei Gefangene drin. Und ein Bier. Was, ein Bier? Ja. Da müssen wir rein. Au. Au. Nachdem sie die Hexe aus der Gefecht gesetzt hatten, war ihnen natürlich die Feier zu gönnen. Doch Schneewittchen machte sich große Sorgen um ihre Zwerge. Darum begab sie sich auf die Suche. Nein, jetzt sind die Drecksler schon wieder angesoffen und kommen nicht heim. Ihr Arschzwerge, sauft sie da! Aufstehen! Dalle! Sieh sie jetzt!